dominanter. Das wollen wir nicht und das wollen auch unsere Nachbarn nicht. Und deshalb sagen wir, das 2-Prozent-Ziel kann nicht richtig sein. Eine solche Aufrüstungsmechanik kann es nicht geben. Und Sicherheit gibt es auch sowieso nicht, wenn ausschließlich die Waffen im Vordergrund stehen. Wenn wir Konflikte und Kriege in unserer Umgebung befrieden wollen, dann brauchen wir natürlich auch Diplomatie, humanitäre Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit und zivile Krisenprävention. Nur so können wir nachhaltig für Sicherheit auf dieser Welt sorgen. Herr Kollege Oppermann, darf die Kollegin Lötsch eine Zwischenfrage stellen? Ja, bitte. Ja, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen, Kollege Oppermann. Ich habe das ja sehr gern gehört, dass die SPD sich gegen das 2-Prozent-Ziel ausspricht und gegen weitere Aufrüstung. Nur ergibt sich für mich da aber ein kleiner irritierender Widerspruch. Gestern ist ja im Kabinett beschlossen worden, der Haushaltsplan für das Jahr 2018. Und da steht genau drin, und wir haben das gestern ja auch ausführlichst im Haushaltsausschuss diskutiert, dass auf das 2-Prozent-Ziel hinzuarbeiten ist. Und Ihre Minister haben alle zugestimmt. Nun werden Sie jetzt sofort antworten. Es gab ja eine Protokollerklärung der SPD-Minister, dass, wenn das eintritt, auch Außenpolitik, also die Ausgaben für Außenpolitik und Entwicklungszusammenarbeit erhöht werden sollen. Aber ich finde es ehrlich gesagt nicht redlich, im Kabinett das zu beschließen und hier zu erklären, eine ganz andere Politik. Dann hätten Sie im Kabinett nicht zustimmen dürfen. Dann hätten Sie nicht zustimmen dürfen. Oder Sie erklären jetzt, Sie möchten diesen Kabinettsbeschluss rückgängig machen, weil Sie im September eine andere Politik mit einer besseren Regierung machen wollen. Frau Lötsch, ich komme in meiner Rede gleich noch genau auf diese Haushaltsfrage zu sprechen. Die SPD-Mitglieder im Kabinett haben in diesem Punkt eine Protokollerklärung abgegeben und haben deutlich gemacht, dass sie mit dem Missverhältnis von Verteidigungsausgaben und Entwicklungsausgaben nicht einverstanden sind und dass wir das ändern werden. Im Übrigen hat das mit dem 2-Prozent-Ziel nichts zu tun, sondern die beschlossenen Steigerungen im Etat der Bundeswehr verändern unseren Anteil an Verteidigungsausgaben am Bruttosozialprodukt von 1,14 auf 1,18 unseres Bruttoinlandsprodukts. Von einer Aufrüstungsspirale kann also in diesem Zusammenhang gewiss keine Rede sein. Aber das will ich ganz gern natürlich auch zu Frau Merkel und Herrn Schäuble sagen. Sie haben gestern eine Finanzplanung vorgelegt, in der 4 Jahre die Verteidigungsausgaben auf um 5 Milliarden Euro von 37 auf 42 Milliarden Euro steigen sollen. Und ich muss ganz klar sagen, Frau Lötsch, nach Jahren, in denen die Bundeswehr kaputtgespart wurde, ist das ein richtiger Schritt. Aber Sie haben gleichzeitig nur 150 Millionen Euro mehr für Entwicklungshilfe eingeplant. Wenn man das ins Verhältnis setzt, dann bedeutet das, für jeden Euro, den wir für die Verteidigung zusätzlich ausgeben, geben Sie 3 Cent für Entwicklungshilfe. Das ist ein eklatantes Missverhältnis. Ich meine, wir müssen für jeden Euro Verteidigungsausgaben mindestens 1 Euro für humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit ausgeben. Das wäre der richtige Maßstab. Und wenn Sie jetzt ankündigen, dass Sie das auch in Ihr Wahlprogramm übernehmen wollen, dann frage ich mich, warum haben Sie das nicht gleich in die mittelfristige Finanzplanung hineingeschrieben? Für die SPD-Fraktion ist jedenfalls klar, wir fühlen uns an diese mittelfristige Planung nicht gebunden, schon gar nicht an das Missverhältnis von Rüstung und Entwicklungshilfe. Wir werden in den kommenden Jahren deutlich mehr Mittel für Entwicklungshilfe bereitstellen. Meine Damen und Herren, in Hamburg soll der afrikanische Kontinent erstmals im Rahmen der G20 in den Blick genommen werden. Dafür haben Sie, Herr Schäuble, ist nicht mehr da, Herr Spahn, vorgeschlagen,
dass mit den afrikanischen Staaten Investitionspartnerschaften abgeschlossen werden sollen. Ich finde, das ist ein guter Baustein für unsere Afrikapolitik. Aber es ist doch schon sehr symptomatisch, dass Afrikapolitik jetzt vom Finanzministerium gemacht wird. Sowohl die Entwicklungshilfe als auch die humanitäre Hilfe fallen dabei unter den Tisch. Und von dem Compact for Growth können nur die Länder profitieren, die politisch und wirtschaftlich stabil sind. Hunger, Flucht, Gewalt, Destabilisierung gibt es aber vor allem in den Ländern, die für solche Partnerschaften nicht in Frage kommen. Und deshalb hätte ich mir gewünscht, dass die Bundesregierung als Gastgeber der G20 nicht nur die Investitionen, sondern auch die Entwicklungszusammenarbeit und die humanitäre Hilfe für Afrika zum Thema macht. Ich habe das schon an anderer Stelle gesagt und der Kollege Bartsch hat schon darauf hingewiesen. Wenn wir in den nächsten Jahren und aber auch sofort schnell auf Hungersnöte und Fluchtbewegungen reagieren wollen, dann müssen wir das Flüchtlingshilfswerk und das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen auf finanziell solide Füße stellen. Dass der UN-Flüchtlingskommissar immer wieder hingehen muss, um gerade für Afrika die nötigen Gelder zusammenzukratzen, das muss der Vergangenheit angehören. Wir brauchen einen neuen Finanzierungsvertrag, der die Länder dazu verpflichtet, automatisch ihren Anteil an der Flüchtlingshilfe zu zahlen. Wenn wir UN-Blauhelm-Mission so finanzieren können, dann können wir auch die Flüchtlingshilfe so finanzieren. Frau Merkel, sprechen Sie dieses Thema auf dem G20-Gipfel an, um die finanzkräftigsten Länder der Welt auch bei der humanitären Hilfe in die Pflicht zu nehmen. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen und Kolleginnen, die Große Koalition geht jetzt parlamentarisch zu Ende. Wir haben nur noch eine Sitzung im September. Und ich will das auch zum Anlass nehmen, mich ganz herzlich zu bedanken für die gute Zusammenarbeit, natürlich besonders in der Koalition, aber auch gegenüber der Opposition und auch gegenüber dem Bundestagspräsidenten. Vielen Dank. Ich bin stolz auf die Arbeit, die dieses Parlament in den letzten 4 Jahren geleistet hat. Wir haben bahnbrechende Entscheidungen getroffen, wie die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes, die Einführung einer gesetzlichen Frauenquote. Wir haben die Kommunen massiv unterstützt. Sie bekommen in diesem Jahr 2,5, im nächsten Jahr 5 Milliarden Euro zusätzlich vom Bund. Wir haben erstmals ein Integrationsgesetz für Flüchtlinge auf den Weg gebracht, nach dem Motto Fördern und Fordern. Wir haben eine Durchbrechung des Kooperationsverbotes erreicht und wir haben ausgeglichene Haushalte verabschiedet. Ich finde, das kann sich alles sehen lassen. Ganz besonders aber freut mich, dass wir an diesem Freitag noch über die Ehe für alle abstimmen. Für uns ist die Ehe für alle keine Frage der Wahlkampftaktik, sondern es ist eine Frage von Werten und Grundsatzüberzeugungen. Dreißigmal haben meine Kollegen und Kolleginnen im Ausschuss dafür gestimmt, dass die Vorlagen dieses Gesetzes nicht in das Plenum kommen, mit Rücksicht auf den Koalitionsvertrag und mit Rücksicht auf den Koalitionspartner. Das ist uns schwergefallen. Meine Kollegen haben mich immer wieder bedrängt, die Abstimmung freizugeben, sie zu einer Gewissensentscheidung zu erklären oder einen Gruppenantrag zuzulassen. Ich habe das immer wieder mit Rücksicht auf die Koalitionsdisziplin abgelehnt. Das ist mir schwergefallen. Und jetzt sage ich, wenn wir jetzt alle der Meinung sind, dass diese Frage eine Gewissensfrage ist, dann muss es auch zu einer Entscheidung kommen.
Koalitionsdisziplin ist keine Einbahnstraße. Und eines geht gar nicht. Den Anschein erwecken, man sei für die Ehe für alle offen, aber dann um jeden Preis eine Abstimmung zu verhindern. Das ist ein Verhalten, das man den Bürgerinnen und Bürgern nicht erklären kann. Ich wünsche uns morgen eine spannende Abstimmung und Ihnen allen gute Sommerferien. Nächster Redner ist der